Und damit willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Letztes Mal haben wir Aventus Aretino, einem kleinen Waisenkind, einen Gefallen getan und haben seine verhasste Aufseherin im Waisenhaus getötet. Und er hatte das dunkle Sakrament durchgeführt. Das heißt, uns müsste jetzt eigentlich gleich, wenn wir schlafen... Genau, uns erwartet ein Ladebildschirm. Und... Who the fuck are you? Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trocknen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Irgendwie gefällt es mir nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ein Problem? Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Och nein, wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun, das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt, darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen und den Anblick bewundern. Ach ja, so eine bist du also, okay. In Ordnung, ich mach's, ich werde einen von ihnen töten. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Eine Schuld muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte. Und ihr macht euch auf den Weg. Begonnen. Wer solche Freunde hat... Ach krass, warte mal, muss ich mich... gerade mal anders hinsetzen? Vor Aufregung und einen Quicksave machen. Töte einen der Gefangenen. Ich gehe einfach wieder. Ciao! Oh, dieses Schloss kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Okay. Also. Fulltheim der Furchtlose, Alea Quintus und Wascher. Wir quatschen erstmal mit Wascher. Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge. Dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Wer seid ihr? Ah, Vaja. Zu euren Diensten. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Ja, er ist wirklich sehr nett. Würde man Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Mich? Ist das euer Ernst? Na los, ihr könnt es mir sagen, wir sind hier alle Freunde. Antwortet oder ich streiche diesen Raum mit eurem Blut. Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ich lebe Tag für Tag im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach.
Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Okay, er könnte es schon mal sein, aber vermutlich... Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße abschlachten. So hat jeder etwas von der Sache. Fulltime der Furchtlose. Hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Ich habe Holgrim gesagt, es liege keine Ehre darin, schlafende Männer zu töten, aber er wollte nicht hören. Wer seid ihr? Ich heiße Fulltime. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Antwortet oder ihr werdet sterben. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Stränge geschlagen. Aber Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Nehmt mir diese Sachen ab! Ich glaube natürlich, es sind... Also, die quatschen alle drei so ein Zeug. Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze aufhätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Auch wieder eine sehr nette Person. Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ein letztes Mal, würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten? Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst... Ich glaube, sie war's. Weil sie so gar nicht da reingepasst hat, weißt du? Also, er war so ein Verbrecher und er auch. Und sie war einfach so eine blöde Ziege. Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich einfach ihren Tod gewünscht haben. Genau. Nicht wahr? Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oh, nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Verschafft ihr Zutritt zur Zuflucht der dunklen Bruderschaft? Ja, cool. Sehr cool. Bin ich gespannt. Und ich würde auch sagen, wir machen das direkt. Dann fangen wir sozusagen einfach mit der dunklen Bruderschaft an, mit der Questreihe. Danach haben wir ja noch die Gefährten. Wir haben noch die Dämmerwacht. Und... Nee, noch was?
Ich glaube, es gab noch irgendwas. Aber naja. Finden wir schon raus. Hauptquest natürlich, die gibt's noch. Wo zum Teufel bin ich hier? Neue Stufe. So, wir bräuchten mal 30 auf die Schmiedekunst. Das wäre ganz gut. Das wäre wirklich gut. Hier 40 Adlerauge. Zoomen, das haben wir gemacht. 60, hier kann man eigentlich noch nichts machen, außer wenn wir 40 jetzt erreichen würden. Leichte Rüstung. Da brauchen wir 30. Das könnten wir verbessern, aber ich würde sagen... Ne, warte, komm, wir machen... Ach, das haben wir ja auch noch. Schleichangriffe mit Einhandwaffen für unseren Sänger. Okay, Blattschuss, dann haben wir alles, was wir wollen. Schwierig. Warum gibt es hier so viele Talente, die man machen kann? Das ist doof. Das ist echt doof. Wir machen das hier. Okay. Und ich muss... Da runter. Ja, okay, gut, das laufen wir, natürlich. Nee, wir machen jetzt Folgendes. Wir laufen nach Mortal. Das ist ja hier so in der Nähe. Da drüben gibt es wieder Nierenwurz, oder? Obwohl, ich glaube, hier spielt das Wetter nicht mit. Doch, da drüben, oder? Okay, ich habe Halluzinationen. Was bist du? Ein merkwürdiges Steingebilde. Und da sind... Spinnen! Komm! Das klappt aber gut. Da ist irgendeine Höhle. Was für eine Höhle. Wollen wir da reingehen? Mowachts Lager. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Und ich glaube, ich kann den Schwierigkeitsgrad bald noch ein Stück höher stellen, oder? Erwische ich den? Jawohl. Schleichen verbessert. Scheiße. Boah, die hält viel aus. Jawohl. Gleich haben wir sie, Lydia. Jawohl. Durch.
Sollst mich durchlassen. Geht's hier lang? Ist hier irgendwas? Zum Abbauen? Nö. Okay, da sitzt jemand. Ich weiß nicht, ob er Freund oder Feind ist. Ich glaube aber Feind. Vampir-Diener? Zieh dich! Dreckiger Vampir! Oh oh! Lecker! Ach ja, und hier haben sie die Kadaver sozusagen entsorgt. Die Überreste. Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Ja. Lasst mich euch diesen Geldbeutel abnehmen und diese schönen Stiefel, die ihr da anhabt. Was war das? Noch ein Vampir-Diener. Lydia! Töte ihn! Genug, genug! Ich ergebe mich! Ja, du ergibst dich. Ist schon klar. Achso, das ist einfach eine Höhle wahrscheinlich von diesen Vampir-Dienern, die hier eben Leichen ausgraben, oder was? Sieht so aus. Dem Geschätz nach zu urteilen auch. Ja. Oder die verbuddeln sie gerade. Das kann natürlich auch sein. Werden wir gleich sehen, ob jetzt hier hinten noch ein Vampir lauert. Also ein richtiger Vampir. Das sieht mir fast so aus. Da hinten ist irgendwas. Da sind zwei Leute. Warte mal. Und einer davon, der da hinten, der ist bestimmt der Vampirchef. Dem jagen wir jetzt einen Pfeil in den Kopf. Oder auch nicht. Jawohl, es sind Vampire. Und ein Vampirmeister. Jawohl, komm schon. Kommt her. Kommt. Los. Wo seid ihr? Erwischt. Scheiße. Auch erwischt. Boah, der hält viel aus. Aber Lydia ist extrem stark. Irgendwie. Vampirstaub. Vampirrüstung der geringen Zerstörung. Leichte Rüstung. Cool. Vampirstiefel. Plus 3. Traglast, die haben noch ein bisschen Platz eigentlich. Die Stiefel könnten wir anziehen, aber dann verlieren wir natürlich den Schleichbonus. Wir gucken gleich mal, was mit der Rüstung ist.
Okay, also ich denke, wenn wir Lydia nicht dabei gehabt hätten, wären wir jetzt tot. Also, Die macht hier schon einiges aus. Haben wir hier nicht noch einen umgenietet? Oh! Ah, es ist Lydia. Okay. Wir hatten hier doch noch irgendwo jemanden erwischt. Aha, da ist die Axt. Vampirmeister, Vampirdiener und ein Vampir, ne? Irgendwie. Bin ich blind? Ich glaube, ich bin blind. Kann das sein? Ach, da liegt er. Okay. Ja, die haben es sich ja gut gehen lassen hier, ne? Huch! Was hab ich denn jetzt mitgenommen? Den ganzen Tisch abgeräumt oder was? Ne, da ist es wieder. Sah nur so aus. Okay. Merkwürdig. Immer noch nicht entdeckt? Ist das, was ihr wollt? Das gibt's doch nicht. Nur ein Kratzer. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Jetzt bezahlt ihr. Schlag! Schlag, Schlag, Schlag! Ist das alles, was ihr könnt? Gleich haben wir sie. Orkischer Bogen. Orkischer Pfeil. Schon so leicht unheimlich hier. Das Buch der Dedra. Gibt's da was? Nein. Gift. Aber hier gibt's viel zu holen. So, und am Ende müssen wir mal gucken, ob wir uns irgendwie infiziert haben oder so mit der Vampirseuche. Ach, jetzt sind wir da, okay. Denn das wollen wir natürlich nicht. Vielmehr noch nicht. Ich werde ja da irgendwann versuchen, auch mal als Vampir zu spielen. Und da gibt es ja wieder diese Questreihe und ich denke, da wird es dann auch eine Heilmöglichkeit geben. Ich kann mich nicht mehr so gut dran erinnern, was da war mit der Questreihe, wie das vonstatten ging. Was? Oh! Müssen wir irgendwie hier weg. Denn ich sterbe gleich. Ja, ja, ja. Ich sterbe! Boah, Alter! Lydia! Lass mich durch! Himmelsland gehört dem Nord! Komm her! Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen, ihr! Verdammt, wo seid ihr hin? Komm schon! Ich wusste doch, dass ich...
Okay, Lydia macht das. Sie trifft gut. Jawohl. Hä? Da hinten? Ach da! Jetzt bezahlt ihr! Oh! Scheiße! Ach, Kacke! Oh Mann. So, hier, sie hatten wir, ne? Was ist mit ihr? Die hat irgendwie nicht so Bock, da rauszukommen, ne? Oh, es ist auch eine ganz schöne Qual hier. Ach, da hinten. Seid ihr zum Sterben bereit? Die geht echt ganz schön ab. Die geht wirklich ganz schön ab und tötet mich. Das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Okay, den Schwierigkeitsgrad erhöhen wir auf jeden Fall nicht. Ich kann die da auch nicht rauslocken, ne? Das ist das Problem. Was war das? Aber so bemerkt sie mich gar nicht. Ist natürlich auch gut. Was? Ja! Geschafft. Geschafft. Unsterbliches Blut. Ei, Karamba. Viel zu lesen. Hier irgendwas. Eine Truhe mit Meridia-Stein. Juhu! Cool. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ein Traum. Begonnen im Morgengrauen. So, bei Meridias Schrein waren wir ja schon. Da fehlte, wie gesagt, dieser Stein, den wir jetzt hier gefunden haben. Das ist natürlich ganz cool. Da wird sie sich freuen. Und wir haben somit auch eine neue Quest bekommen. Das finde ich sehr cool. Hallo? Wer ist da? Ah. Mehr habt ihr nicht drauf? Ich glaube, bei Lydia ist das ganz cool, dass sie diese Feueraxt hat. Entschuldigung. Nicht so. Jawohl.
So. Sonnenaufgang waren 2. Nehmen wir mit. Movarats Stiefel. Nehmen wir auch mit. Da waren wir. Ach ja, das ist... Ah, okay. Ah, ja, ja. Alles klar. Da waren wir, hier waren wir. Dann sind wir ja eigentlich fertig. Und hier geht's zurück, genau. Dann sind wir hier fix und fertig. Ist hier noch irgendwo Eisen? Oder so? Sieht nicht so aus. Cool. Das war... eine gelungene Abwechslung hier. Aber nun wieder raus. Waffen können mit einem Schleifsteinrüstungen auf einem Schmiedetisch verbessert werden. Jo, das wissen wir. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Witz, Boys. Okay, Mortal, da wollen wir hin. Müssten wir ja eigentlich gleich da sein. Ja, da unten ist es. Kein Drache in der Nähe. Gucken wir mal da oben, vielleicht ist da ja schon die Kutsche. Hat Mortal überhaupt eine Kutsche? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das Waisenhaus in Rifton hat eine neue Leiterin. Sie bat mich, diese Mitteilung und das Volk zu bringen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Post aus dem Waisenhaus. Ach, da unten ist ein Nierenwurz. Ich kann nicht anders. Huch! Verfluchte Schlammkrabbe. Gibt's hier überhaupt eine Kutsche? Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Okay. Hier scheint es Unstimmigkeiten zu geben. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt... Aber hier gibt es keine Kutsche, ne? Nö, irgendwie nicht. Oder ich finde sie nicht, keine Ahnung. Dann müssen wir doch schnell reisen. Machen wir aber dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir müssen wohin? Da unten hin. Das heißt, wir reisen einmal nach Weißlauf zurück. Bei einem sehr hohen Kopfgeld wird die Wache des Fürstentums versuchen, die gesuchte Person anzugreifen, sobald sich diese in Sichtweite befindet. Quick Save. Okay. Ihr braucht etwas?
glaube, wir können nochmal Eisen machen. Oh, wir haben sehr viel Eisenerz noch. Also. Jawohl. Okay, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, was tun wir da? Jemand, der... In der nächsten Folge schließen wir uns der dunklen Bruderschaft an. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das gefällt mir.